Rushen, Operation Killerkommando, obligatorisch. Jeden Rapper killen, der sich aufspielt. Ohne meine Mische kriegst du mir sie ziemlich winzig. Keine Gnade, weiße Maden, wie du eine bist, gibt es einfach nur Shots in dein Gesicht. Ohne meine Mische wärst du nicht hier, doch es ist jetzt vorbei, denn du kannst nur verlieren. Versuch weiter deine Mega-Wacken-Punches zu verstecken. Ja, was ist der Tag gewesen, wenn du vergleichst mit allen Ecken? Coachell, bei dieser Paarung hat man gesehen, du badest in Angstschweiß. Meine Hook, meine Mische, das Highlight in Poser, wie du kickst los und eine Punchlines. Rede noch mehr von Taktgefühl, weil es das einzige ist, was die Bitch hier ausmacht. Es ist kein Aufwand, den Takt zu treffen und nicht wie behinderter Spaß zu rappen. Was redest du, Pussy, von Doubles? Brauchst selber keine mehr zu verkacken. Doch dein Weg erendet die und jetzt weil ich ihm jetzt ein Ende setz. Es ist mir mit der rappende Rechtsmedizin, denn nach der Runde verlierst du deine Ästhetik wieder und dozieren deine Leiche, damit jeder sehen kann. Deine Witness ist enorm, was ich jetzt festifiziert hab. Nein, es wird nicht besser mit deinem nächsten Gegner. Fick dich nie, Herr, ja, ich bin Seelen. Werte ich mal auf den Hilfeschrei. Lieb ist wie du, schnell und zwar gut, doch leider nur tief in die Arme. Hast nie gesagt, du willst dein Leben beenden. Ich habe dir heute die Ehre entwendet. Dein Todestag kommt, ich geh zu deiner Mutter. Sie sollte darüber im Bild sein. Kurze Runde machen, weil ich keinen Bock hab. Das Coach ist das Opfer, denkt es kriegt Dollar. 100 Euro Preisgeld hättest du wohl gerne. Doch mit so einer Leistung verreckst du sicher, ey. Hör auf deinen Vater, er sagt so ne Mann. Du bist ein Hurensohn, lass deine Rap versuchen. Dein Elitarismus, du bist chronisch krank. Deutsche Aussprache lernen doch die schnellste Schule. Und jetzt werden Rapper wieder eloquent. Du bist so ein Opfer, ja sogar der Miro nennt dich Onkel. Du bist Coach Potato, deine Flows sind lame, Bro. Ich smoke dope, sales und bin im Golden Age. Wo deine Lens über das Taktgefühl echt niemanden jucken. Wo sogar Dark oder Nightmare in deine Fresse reinspucken. Bevor ich dich noch was supporte, töte ich lieber Koala. Wäre noch nie ist der Sieger eines Weltkriegs, was so klar gewesen. Was sind das für Vocals, dass du Dreck in deinen Atem wegen? Bonus-Video, Digga. So, die machen das an, denken so, oh geil, 4 Minuten. Ich so, nee, Digga, 2 Minuten, Runde, Rest, Outtakes. Nimmt auf. Sheesh. Skirt. Outtake-Video. Also du kannst direkt loslegen. Hallo, halt die YouTube. Kamera so hin. Das ist ein Young Spirit Musikvideo. Das ist behind the scenes. Ich bin cool. Abonniert meinen Kanal. Folgt mir auf Spotify. Follow for follow, like for like, Abo for Abo. Let's go. Was machen wir jetzt gut so? Nee, perform einfach, komm. Einfach perform. Ja. Komm, ein noch, dann haben wir 13. Yes. Ganz ehrlich, du kannst nachher morgen dann alle Szenen sichten. Und ich finde zu diesem, wie gesagt, das soll so ein Video sein, so eine Reise sein und zwischen dem Breakdown, anderes Video, so. Das heißt, auch dieses Atmosphärische, da haben wir diese Szenen da vorne. Mhm. Die allgemeine Flow-Performance haben wir das oben gemacht mit diesem mega geilen natürlichen Licht. Und gegen Ende dreht es einfach komplett ab. Da hat sich ja eher aus, da kannst du mit quasi Strobo mit dem hier theoretisch. Oder die anderen Szenen mit dem Bilder immer einsteuern. Und dann zwischendurch manche Szenen, dieses hier zu dreigen. Hier, jetzt machen wir. Ja, dann haben wir auch mindestens 10 Szenen zur Auswahl von 3 Locations. Ja. Also die, die nachher auch gut sind, meine ich. Okay. Und Action. Achso, nein, das Outro jetzt. Nur das Outro einmal, weil ich hätte einfach alles einmal gemacht. Skip in den schnellen Part rein. Ja, also da hat man auch ein bisschen Vorlauf. Bisschen Vorlauf? So. Ja, genau. Geil, Digga.